Herzlich willkommen zu einer sehr sportlichen Ausgabe von TV Mürz. Im Hintergrund sehen Sie schon einige Wintersportler, von denen wir Ihnen heute noch berichten werden. Die Wintersportler, die haben es ja in der heurigen Saison nicht gar so leicht. Tägliche Wetterkapriolen stehen am Plan und da stellt sich die Frage, wo ziehe ich heute meine Spuren in den Schnee? Leichte Antwort, bei den Schmolliften. Hier findet man perfekte Pisten vor, freundliches Liftpersonal, da wird Skifahren zum Genussprojekt. Apropos Genuss, gleich neben der Liftstation hier befindet sich das Gasthaus Weninger. Alles, was zu einem richtigen Einkehrschwung dazugehört, findet man im Gasthaus Weninger. Während der gesamten Skisaison der Schmollifte werden in der gemütlichen Wirtsstube die Wintersportler kulinarisch verwöhnt. Ob durstig, hungrig oder gar erschöpft vom Skifahren, das Gasthaus Weninger hat für jeden eine Stärkung parat. Zünftige Jause, hervorragende Hausmannskost oder einfach nur einen warmen Tee mit vielen Vitaminen. Schon sind Sie wieder fit für die Piste. Gasthaus Weninger bei den Schmolliften ist immer einen Besuch wert. Nicht nur für Sportler. Ja, für uns heißt es jetzt ab auf die Piste, denn Sie sehen, die historischen Brettl-Akrobaten, die machen sich schon bereit. Bald geht's los und das kann nur eines heißen, Grand Prix Nostalgie 2015. Originelle Gestalten mit alten Holzskiern waren kürzlich bei den Schmolliften in Steinhaus anzutreffen. Wenn das Wintersportmuseum und das Nostalgie-Team mit Zuschlag zum Grand Prix Nostalgie rufen, dann kommen sie aus nah und fern. Wir haben knapp 70 Bewerber oder Teilnehmer aus verschiedenen Nationen wieder, aus Südtirol, aus Slowenien, aus vielen Bundesländern, Oberösterreich, Niederösterreich, Salzburg, Wien, Steiermark natürlich. Also ich glaube, das ist schön, wenn diese Gruppen hier zusammenkommen in Mürzzuschlag, in Steinhaus und sich messen im nostalgischen Skifahren. Auf einem technisch anspruchsvollen Kurs, gespickt mit Steig- und Eispassagen, ließen die Brettl-Akrobaten ihren Skiern freien Lauf. Gefahren wurde in der Rennklasse oder in der Klasse der Mittelzeit, was auch ganz schön schwierig sein kann. Die Bundesgendarmerie ist auch dabei. Da stellt sich natürlich die Frage, EK-Tempolimit überschritten? Nein, ganz genau aufpasst. Sehr konzentriert gewesen. Ich glaube, unterschritten. Wenn ein blaues Tafel gewesen wäre, vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit, dann hätte ich Strafe gezahlt. Gut, dass keine Kontrolleure unterwegs waren, denn so manch Rennläufer war ein wenig gedoppt. Da braucht man ordentliche Stärkung, oder? Vertragt man, ja, ist ganz wichtig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da würde der Titel Fastenabendkönig passen, oder? Ja, ich weiß nicht, für einen König, aber da bin ich zwar nicht gut, glaube ich. Ja, ich bin leider sehr, sehr verkühlt. Aber natürlich, wenn das Skimuseum jetzt Zuschlag schreit, dann muss ich herkommen und vor allem Dingen, super Atmosphäre da. Das Wetter passt heuer auch. Und ja, ein bisschen schwer, wie wir heute noch da war, weil ich keine Luft gelegt habe. Fast so schwer wie beim Weltcuprennen? Ja, schwerer noch. Beim Weltcuprennen habe ich vielleicht oder schnauft. Nein, aber wie gesagt, weil du musst ja da tauchen, schauen, konzentrieren, dass du nicht aus den Ski rauskommst. Gar nicht so einfach. Also Hut ab auch vor den Pionieren, oder? Ja, vor allem Dingen auch die mit ihren Ausrüstungen. Ganz toll, dass die alle noch so fest daherkommen. Und vor allem Dingen Damen habe ich gesehen, schau, wenn du dir anschaust, alles richtige Skihaserl. Die sind früher schon auch fest gewesen. Ja, und bei so manchem Skihaserl stellte sich die Frage, was hat länger gedauert? Die Vorbereitung fürs tolle Outfit oder doch für den sportlichen Event? Das Rennen selbst. Man hat es gesehen, super Zieleinlauf. Ja, genau. Sehr schneidig. Und das super stylische rote Kostüm heute zum ersten Mal ausgeführt? Heute zum ersten Mal. Das Wintersportmuseum wird Zuschlag. Hat ja nicht nur tolle Ski, auch ein tolles Outfit. Und sie haben es mir geborgt und haben es schnell ausgeführt. Schnell? Naja. Aber lustig war es beim Skirennen anno dazumal. Obwohl ein bisschen wurde geschummelt.
Zum Aufstieg nutzte man doch die moderne Technik und dann den Schlepper bei den Schmollliften. Und auch die Zeitnehmung war schon ein wenig der Gegenwart angepasst. Die Firma Janetz gibt es seit 1,5 Jahren im Mürzer Oberland. Wir bieten Kabelfernsehen, Internet und Festnetztelefonie im Kabelnetz Neuberg, Kapellen und Altenberg an. Unsere erste Aktion in diesem Jahr läuft noch bis 31. Jänner. Allen neuen Fernsehkunden bieten wir 3 Monate digitales Fernsehen und die Herstellung gratis an. Für alle neuen Internetkunden gibt es das schnellste Internet 1 Monat gratis und das WLAN-Modem kostenlos dazu. Allen neuen Festnetztelefonierer bekommen ein gratis Schnurlostelefon sowie unlimitiertes Telefonieren um 7,90 Euro. Nützen Sie unsere Aktion und rufen Sie uns an unter 038 57 20 550. Sportlich geht's weiter, allerdings wechseln wir nun in die Vivax Sporthalle. Dort stand kürzlich das Mürztal Volleyball Derby auf dem Programm. Zum Abschluss des Grunddurchgangs der 2. Landesliga spielte Limited Edition mit Zuschlag gegen die Kindberger Bachelors. Die Heimmannschaft stand dabei schon zuvor als Aufsteiger fest. Der Aufstieg in das Playoff stand für beide Teams bereits vorher fest. Für den Mürzzuschlager Volleyballclub Limited Edition ging es im Derby gegen die Bachelors aus Kindberg aber auch um den Meistertitel im Grunddurchgang. Und zwar diesmal mit den Spielern Jörg Heidbauer, Michael Hofbauer, Wolfgang Leistentritt, Laszlo Molnar, Christoph Stritzel, Michael Desch sowie Florian und Heimo Zebrakowski. Beide Mannschaften hatten sich gut auf das Spiel vorbereitet. Ja, hart trainiert über den ganzen Winter lang und Finale, große Finale, Derby, ist zum Gewinnen. Wie immer, hart trainiert, zweimal die Woche, Vollgas. Wie gesagt, das Aufstiegsplayoff steht bevor und da geht es um was. Und heute ist eigentlich, wie gesagt, ein Prestigeduell und das wollen wir auch gewinnen. Zu Beginn hat es aber nicht nach einem Erfolg für die Mürzer ausgesehen. Sie zeigten Schwächen bei Annahme und Service und verloren den ersten Satz gegen die in den grünen Dressen spielenden Gäste aus Kindberg klar mit 15:25. Nach der ersten Pause dann ein völlig anderes Bild. Das Team von Limited Edition Mürzzuschlag agierte wie ausgewechselt. Eine konstante Feldverteidigung mit guten Annahmen und starken Blocks sowie gelungene Aufschläge, kontrolliertes Zuspielverhalten und eine bessere Angriffsleistung bestimmten den Spielverlauf. Die Sätze 2, 3 und 4 gingen eindeutig an die Heimmannschaft. Und so wurde es ein ungefährdeter 3:1 Derby-Sieg über die Kindberger Bachelors. Der Volleyballverein Limited Edition Mürzzuschlag holte sich damit nach dem Gebietsliga-Aufstieg im Vorjahr auch den Meistertitel in der 2. Landesliga. In den Playoff-Spielen im Frühjahr geht es dann für beide Teams um den Aufstieg in die 1. Landesliga. Ich wollte heute auch bei dem Spiel, weil wir jetzt da schon in die 1. Landesliga aufgestiegen sind, wollte ich das einfach, dass jeder Spieler spielt bei uns. Und deswegen sind da ein bisschen Versuche gewesen. Und da das ein Derby, ich meine, wir hätten es natürlich sehr gern gewonnen, was man im ersten Satz auch gesehen hat durch unseren Kampfgeist. Aber ja, es ist einfach verletzungsbedingt ein bisschen umgestellt worden und wir haben unser Bestes gegeben natürlich. Der erste Satz ist immer der Hinkebein bei uns, bis die Spieler so mal richtig warm werden. Nachher läuft es, wie man es gesehen hat, an und für sich ganz gut. Und wir sind am besten Wege, glaube ich, dazu, auch in der Landesliga-Qualifikation, ja, möglicherweise den Aufstieg zu schaffen und hier mit Zuschlag wieder nach Jahren eine Landesliga-Mannschaft im Volleyball zu haben. Der Mürzer Volleyballclub, der auch eine Damenmannschaft in der Gebietsliga hat und sich stark im Nachwuchsbereich engagiert, feiert übrigens am 11. April im Stadtsaal sein 10-jähriges Vereinsjubiläum. Und zwar mit den Spielern Jörg Heidbauer, Michael Hofbauer, Wolfgang Leistentritt, Laszlo Molnar, Christoph Stritzel, Michael Tesch sowie Florian und Heimo Zebrakowski. Gratulation an die Aufsteiger und Gratulation an alle Teilnehmer des Grand Prix Nostalgie 2015, die den Tag heute noch im Wintersportmuseum beim Schneerosenball ordentlich und zünftig ausklingen lassen werden.
Wintersportmuseum wurden nach dem Rennen in Steinhaus die Sieger des Grand Prix Nostalgie 2015 gekürt. Hanna, gratuliere zu Platz 1. Wie war es, dein Rennen? Ich habe viel antauchen müssen. Das ist schwer. Hat der Papa die Ski nicht gewechselt? Oh ja. Aber gereicht hat es zwar nicht für die schnellste Zeit, aber fürs oberste Treppchen am Stockerl, oder? Ja. Und, war das dein erstes Rennen? Ja. Machst du wieder mal mit? Ich glaube schon. Ade, ade greit. Es gab aber nicht nur Gewinner. Es gab auch Schnecken, charmante Teilnehmer und große Brezenreißer. Gute Laune hatten sie alle. Und so wurde dann zu den Klängen der Storbachler sofort das Tanzbein geschwungen. Sind das die idealen Tanzschuhe? Naja, eigentlich sind es mehr für die Pisten gedacht, aber man hat auf der Tanzfläche auch noch einen guten Stand mit den Schuhen. Und es geht auch ein bisschen zum Umdrehen. Zwar schwer, aber es geht. Naja, gelernt ist eben gelernt. Ob Skifahren oder Tanzen, die Mitglieder des Mürzer Nostalgie-Teams sind eben überall vorn dabei. Auch wenn heute nicht mehr um die silberne Schneerose gekämpft wird. 1893, 94 bei den ersten Skiläufen hier in Mürzzuschlag ging es tatsächlich mit dem ersten Preis um eine silberne Schneerose, die heute in Vergessenheit geraten ist. Nur wenige wissen das, aber der Name Schneerosental ist bis heute geblieben. Die Freunde aus dem Saantal sind nicht nur auf der Piste für Überraschungen gut, sie sorgen auch abseits stets für gute Laune. Es ist eine schöne Freundschaft in den letzten Jahren entstanden. Die Saantaler sind treue Besucher, nehmen immer wieder teil an den Nostalgieläufen und Rennen und Bewerben. Auch am Abend beim Feiern sind sie ordentlich dabei. Es gibt aber auch wirklich einen zwischenmenschlichen, kulturellen, geografischen Austausch. Also es ist eine sehr interessante Beziehung in Saarental und wir freuen uns jedes Jahr, wenn sie eben den langen Weg auf sich nehmen und wieder zu uns kommen. Und eifrig das Tanzbein schwingen. Ja, dass sich das Können der Brettl-Akrobaten nicht nur auf den sportlichen Teil beschränkt, das haben wir hier gesehen beim Schneerosenball. Und ja, was bleibt mir da noch zu sagen? Danke fürs Zuschauen und ab auf die Tanzfläche.